So, ich werde jetzt mal den Akku einlegen und das LG starten. Dazu muss ich einfach nur hier schieben. Das geht ziemlich leicht. Also die Akkuabdeckung lässt sich leicht entfernen. So, der Akku ist natürlich ziemlich groß und kommt dann so hier rein. Dann die Akkuabdeckung wieder drauf schieben. So, und hier. Mit diesem Knopf könnt ihr das LG ein- und ausschalten. So, das LG hat jetzt also gestartet. Nee, das LG Optimus Chat C550 hat insgesamt 5 Homescreens, die ihr natürlich alle mit verschiedenen Anwendungen und Widgets belegen könnt. Und ihr seht, ich habe hier schon so einiges draufgeladen, will euch aber natürlich zeigen, wie ihr Widgets hinzufügen, verwalten und entfernen könnt. Und dazu drückt ihr einfach hier unten links auf die Touch-Taste und dann seht ihr schon den Punkt Hinzufügen. So, und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch das jetzt mal mit den Widgets. So, und da könnt ihr jetzt eben auswählen, was ihr auf eurem Homescreen haben wollt. Ob Facebook oder den Market oder den Musikplayer. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für eine Digitaluhr. Okay, da gibt es jetzt verschiedene Designs, also einmal so oder so oder so. Ja, ich hätte gerne diese Ansicht, klicke auf OK und da habt ihr sie jetzt. Und wenn euch der Standort jetzt aber nicht gefällt, dann müsst ihr einfach länger draufdrücken, könnt es hier verschieben, also zum Beispiel hier so in die Mitte und dann bleibt es auch dort. Oder wenn euch diese Digitaluhr doch nicht gefällt, dann seht ihr hier unten hoffentlich so einen kleinen Mülleimer und dann zieht ihr den Widget in den Mülleimer und es ist verschwunden. So, ihr habt bestimmt gesehen, dass es hier bei der Touch-Taste noch andere Funktionen gab, also einmal den Homescreen einrichten. Da könnt ihr dann eben die Anzahl der Seiten festlegen, also ob euch jetzt zum Beispiel 3 Homescreens reichen. Dann Benachrichtigungen, dann könnt ihr den Hintergrund ändern oder allgemeine Einstellungen tätigen, also zum Beispiel was die Wireless-Verbindung angeht oder ganz einfach Datum und Uhrzeit. So, apropos, ich will euch natürlich noch genauer zeigen, was sich hinter den verschiedenen Touch-Tasten verbirgt. Hier das kleine Häuschen, klar kommt man immer wieder zum Homescreen zurück. Das hier ist der Zurückpfeil und das hier ist der Suchen. Die Suchen-Touch-Taste. Hier mit der physikalischen Taste könnt ihr natürlich einmal Gespräche annehmen, dann aber auch werden euch hier die Anruflisten angezeigt. Dann hier mit der rechten. Wie gesagt, könnt ihr die Tastensperre einsetzen lassen oder das LG ausschalten. Und dann habt ihr hier noch 2 Schnellstartleisten. Einmal das Telefon, da könnt ihr wählen. Und dann hier kommt ihr ganz schnell in die Eingabemaske für SMS und MMS. Und dann noch ganz schön hier oben in der Leiste mit Uhrzeit und Akkuanzeige, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr das runterziehen und dann könnt ihr euch zum Beispiel eben mit einem Klick mit dem WLAN verbinden, Bluetooth an- und ausmachen, die Lautstärke einstellen und hier werden euch dann eben auch Benachrichtigungen angezeigt. So, jetzt möchte ich euch aber mal das Menü ein wenig genauer zeigen und erklären. Dazu klickt ihr hier auf die Mitte. Ja, und das Menü ist sehr umfangreich. Es fängt an mit dem App Manager. Das heißt, da könnt ihr alle die Anwendungen, die ihr gerade laufen habt, verwalten bzw. anhalten. Dann folgt der Automodus, das ist auch ein Navigationsprogramm. Ja, dann findet ihr hier die E-Mails, die Einstellungen, die habe ich euch ja eben schon alle gezeigt. Dann klar, Facebook, weiter unten findet sich auch noch Twitter.
Wie das aussieht und wie das funktioniert, zeige ich euch aber dann in dem Video, in dem ich euch die Internetnutzung beschreibe. Ja, die Galerie, da könnt ihr euch eben die aufgenommenen Fotos alle in einer ganz schönen Ansicht ansehen. Da komme ich aber auch später noch zu, wenn es um die Kameraleistung geht. Ja, Google Mail, klar, Kalender, das könnt ihr alles einerseits natürlich hier aufrufen und dann mit eurem Google Mail-Konto verbinden. Ihr könnt es aber natürlich auch auf den Homescreen legen, damit ihr sofort immer einen Zugriff drauf habt. Hier die Kamera. Es gibt übrigens keinen Schnellstartknopf irgendwie hier an der Seite für die Kamera, was ich schon mal ziemlich schade finde, aber dazu später mehr. Hoch verdrückt. Dann hier die Kontakte. Latitude, Maps, Navigation und Places sind im Grunde natürlich alle eine Art von Navigationshilfen. Ja, dann natürlich der Market. Indem ihr euch eben eure Apps aussuchen könnt. Dann der Musikplayer, den ich euch später aber noch zeige. News und Wetter könnt ihr natürlich auch auf euren Homescreen legen. Und Places ist ganz schön, weil euch da eben zum Beispiel Restaurants, Cafés, Kneipen, Hotels oder, ganz wichtig für mich immer, Geldautomaten in eurer aktuellen Position abgerufen werden können. Das finde ich wirklich super, dass es das gibt, weil das sehr praktisch ist. Ja, dann kommen noch, ich sage mal, die üblichen Dinge wie Radio, Rechner, SMS, MMS. Apropos, da kann ich euch gerade mal zeigen, wie das geht. Vor allen Dingen, wie sich die Volltastatur dabei macht. Also ihr habt natürlich einerseits hier eure Touch-Tasten, an denen ihr das eingeben könnt, aber ihr seht, dafür ist der Touchscreen im Grunde einfach viel zu klein, um da ordentlich was sehen zu können. Deswegen benutze ich natürlich die Querztastatur. Und also vielleicht hört ihr es auch. Ich finde das immer sehr angenehm, wenn die Tasten auch ein gewisses Geräusch machen, wenn man draufdrückt, beziehungsweise wenn sie wirklich einen angenehmen Druckpunkt haben. Und das ist hier bei dem LG Optimus Chat auf jeden Fall gegeben. Und ihr seht, ich kann auch wirklich ganz einfach hier so mit zwei Fingern tippen, ist gar kein Problem. Dann seht ihr hier auch, dann ist auf den jeweiligen Buchstabentasten natürlich noch Zahlen und Zeichen auf der anderen Ebene und das könnt ihr aufrufen, indem ihr hier unten auf FN klickt, also Klick und dann kann ich hier eben das Fragezeichen abrufen. Ja, wie gesagt, also die Querztastatur macht sich wirklich gut, lässt sich gut und angenehm mitschreiben. So, ja, jetzt habe ich wieder in der Ansicht, aber wir wollen uns ja das Menü weiter angucken. Ja, auch bei vielen Smartphones schon gesehen, eben die Sprachmemo-Funktion. Sprachsuche gibt es hier auch. Facebook. Ja, und ihr seht, Facebook eröffnet sofort Google und hat Facebook gefunden. Das ist natürlich wirklich praktisch, obwohl ich finde, dass es eher so ein Schmankerl ist, weil natürlich nutzt im Grunde niemand nur irgendwie die Sprachsuche, sondern klickt sich natürlich so dadurch. Dann natürlich Google Suche, Talk unter Telefon. Na. Ja, könnt ihr eben auch nochmal Nummern wählen und Leute anrufen. ThinkFreeOffice, so eine Business-Applikation, in dem ihr eben Word-Dateien zum Beispiel auch mit öffnen könnt. Ja, Twitter zeige ich euch natürlich auch noch, wenn es um die Internetnutzung geht. Dann die Uhr, Videoplayer, YouTube und Sim Toolkit. Da könnt ihr eben eure Karte konfigurieren. Ja, alles andere zeige ich euch in den nächsten Videos. Es bleibt aber festzuhalten,
dass sich das LG Optimus Chat C550 insgesamt wirklich gut und sauber und einfach bedienen lässt. Und die Querztastatur ist auf jeden Fall sehr praktisch und vielseitig.